Liebe Freunde, als ich den heutigen Artikel auf meinem Blog geschrieben habe, war ich wütend, ziemlich wütend. Es geht um unsere Hauptstadt Berlin. Ich sage Ihnen eins, Babylon Berlin war gestern, heute ist Kloake Berlin. Ich habe mich damit beschäftigt, wie verelendet diese Bundeshauptstadt wurde, seit Rot-Rot-Grün dort die Regierung stellt. Unfassbare Zustände. Drogenkriminalität, Gewaltkriminalität, Elendsprostitution, Bettelmafia und vieles, vieles mehr, das uns nicht nur im Görlitzer Park begegnet, sondern auch in anderen Stadtteilen der Bundeshauptstadt. Das Schlimmste aber, die Regierung, die Stadtregierung, der Senat unternimmt nicht viel dagegen. Nein, es wird sogar in Bezirken Drogenhandel toleriert, das gehört zum Stadtbild und viele wollen das, ganz egal, ob auch harte Drogen an Kinder und Jugendliche vertickt werden. Das ist unfassbar, das sind Zustände, die möchte ich in einer solchen Stadt garantiert nicht. Soweit kommt es, wenn Rot-Rot-Grün das Sagen hat und soweit verelendet die Stadt das soziale Umfeld und so gefährdet werden sie. Lesen Sie meinen heutigen Artikel auf meinem Blog und Sie werden genauso wütend sein wie ich auch. Denn das sind Zustände, die sind unfassbar. Alles geht nicht, das geht nicht, vor allem nicht, wenn es um unsere Kinder geht. Deshalb mein Motto: Schützen Sie sich selbst, sonst schützt Sie keiner. Und passen Sie auf, wenn Sie das nächste Mal in Berlin sind. Denken Sie immer daran, Sie haben ein Recht auf die Wahrheit. Ihr und euer Guido Grant.